Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer, und zwar im JR East Train Simulator. Da habe ich ja schon mal ein kleines Review gemacht und war ja zumindest wegen der Preisgestaltung nicht so glücklich, weil man kauft das Ding zum Vollpreis, hat de facto keine Strecken mit dabei und die DLCs sind dann auch nochmal Vollpreis. Ich habe mich dann doch dazu errungen, dass ich ein DLC kaufe, und zwar die Eucho Line. Das ist so ein bisschen was Ländliches, 70 Kilometer lang, 33 Stationen. Und ich dachte, da fahren wir mal ein kleines Teilstück davon und schauen uns mal ein bisschen die Landschaft so an. Also primär freue ich es wegen der Landschaft und nicht wegen der Simulation an sich. Dazu sei noch gesagt, ich bin echt schlecht, wenn es ums Eisenbahnfahren geht in Japan und damit anhalten. Also das erstmal vorweg. Also wir schauen uns einfach mal die Landschaft so an und was wir da so für Strecken haben. Also, Eucho Line, gehen wir mal rein. Das sind die ganzen Stationen hier. Ich würde sagen, wir nehmen da irgendwas aus der goldenen Mitte. Ah, was ist, nehmen wir mal Inao. Das klingt doch ganz nett. Einmal rein da. Oh, das fängt ja schon mal gut an, ne? Kleiner See da. Fällt mir von der Landschaft. Und klar, wir hätten normalerweise diese Ansicht hier. Ich würde aber sagen, wir fahren in der Ansicht, dann sehen wir ein bisschen mehr von der Landschaft. Warten wir, dass die Türen zugehen und dann geht's los. Ja, Tür zu. Jetzt. Wunderbar. Okay. Maximum Schmackes. Nächster Halt ist Umi no Kuchi. Kuchi. Muss irgendwie in die Küche denken. Das war echt schön da. So, wir dürfen hier dann gleich erst 65 fahren. Und ich habe keine Ahnung, was sie die ganze Zeit da sagen. Bestimmt irgendwas Tolles, Sinnvolles. Aber ich kann die Sprache einfach nicht. Wir fahren alle so kleine Autos. Typisch Japan. Nächster Halt. 600 Meter entfernt. Ich muss nur mit dem Bremsen ein bisschen aufpassen. Das Ding bremst echt beschissen. Ja, aber vermutlich eh schon wieder too much. Da will ja gar keiner einsteigen. Überhaupt keiner da. So, wo muss ich jetzt halten? Na, halt den Marker. Ist es die 4? Ja, ganz langsam nach vorne. Okay, es ist die 4, wo ich halten muss. Ja, das war jetzt ein bisschen zu früh. Okay. Aber soll ich denn so den Marker richtig sehen? Naja. Due to a long waiting time, skipping ahead to departure time. Wie lange steht denn der da? Ah, schade, dass man sich hier nicht umsehen kann. Also einfach die Natur von so einem Simulator. Das ist halt einfach nur ein Video, de facto. So, Türen zu. Tür abfahren. Gut. Los geht's. Was steht da eigentlich, die 7? Hier steht da Max Speed 85, nächstes kommt 65. Jetzt haben wir 9, aber das sind die Anzahl Wagen, 9 Wagen. Ja, bleiben wir mal bei 65. Wir haben es ja nicht eilig.
frage mich halt die ganze Zeit, ob das eine Warnung irgendwie für mich ist oder ob das für die Passagiere ist. Also so eine Strecke könnte ich mich grünen, dass ich die öfter fahre. Hätte ich jetzt nichts dagegen. 70. Ah, geht dezent bergauf. Verlieren Geschwindigkeit. Wo nimmst du die 70 her? Ich sehe das Schild nie. 65, da kommen jetzt 6 daher. Oder 7? Achte jetzt nochmal explizit drauf, da wenn jetzt 65 kommt. Hä? Warum wird jetzt bremst? Hä? Warum? Was ist denn das jetzt? Was hat die jetzt? Hä? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Also wenn jemand weiß, warum ich jetzt hier die Bremsung kriegt habe, gerne Bescheid geben. Wie gesagt, ich bin da kein Experte. Wenn es um japanische... Ja, ja. Wenn es um solche Eisenbahnen hier geht. Knapp einen Kilometer noch. Ah, das ist auch ein Bahnübergang mitten ins Nirgendwo hier. Okay, da ist die 50er Tafel. Das war jetzt offensichtlich. So, wo ist da die 4? Was ist die 2? Da hinten ist die 4. Okay. Da steht schon wieder keiner. Anhalten! Gut, man sieht immerhin noch diesen Nupsi da. Aber trotzdem. Nicht so gut angehalten. Alles klar. Wollt ihr meine Zugbegegnung irgendwo mal haben? Ich glaube, das war sowas wie, der Zug fährt nach dahin, bitte alle einsteigen, Abfahrt in Kürze, vermute ich mal. Dö. Und jetzt eben haben wir zum Beispiel noch die 50er Beschränkung. Kommt dann da hinten entsprechend die Tafel für 85 oder ist es wie automatisch, wenn du dann hier wieder draußen bist, dann kannst du wieder Streckenfahrmax fahren. Das wird natürlich keine Tafel für 85. Hier auch nicht. Na gut, geh mal Gas. 6 Kilometer bis zur nächsten Station. Speedlimit 65. Aber 65 habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ich finde das voll komisch. Ah, bremsen. Schnell.
Ah, vielleicht macht es mal Sinn, irgendwie Handbuch zu lesen von der Strecke. So, jetzt kann ich wieder Vollgas geben. Das machen wir natürlich. Oh, und hier wird nicht gehalten. Wo ich einen schönen See gebe. Warte mal, das wird so im Herbst drin gewesen sein, wo sie die Aufnahme gemacht haben. Und das wird vermutlich ein bisschen kalt sein. Ja, ich bremse ja schon. Moment, sehe ich das eigentlich im Führerstand? Ja, im Führerstand sehe ich das mit der Geschwindigkeit. Wo mir jetzt natürlich mal wieder eine Bremsung reindrückt hat. Sollen wir vielleicht doch so fahren? Deswegen vielleicht keine Schilder, weil ich es hier sehe. So, dann jetzt wieder fahren. So, gib Vollgas. Ich probiere es mal so. Wobei die Ansicht oder die hier. Ah, ich glaube, wir machen die Ansicht hier. Ah, jetzt sehe ich schon, bis er mal runterwandern ist. Alles klar. Aber das wird dann heißen, auf gut Deutsch, wenn da oben Next Limit kommt, dann einfach gerade schon direkt auf das Runterbremsen. Sonst Zwangsbremsung. Glaubt ihr, was ich sage, das heißt jetzt irgendwie Maximalspeed? Wobei, das Ding ist jetzt ganz nach oben gegangen. Er sagt hier Max Speed 60. Steigt noch nicht so ganz dahinter bei dem System. Wobei 60 ist in Rot. Ist das jetzt eine temporäre Stelle? Ich habe ehrlich gesagt nicht so auf die Strecke geachtet. Ach gut. Machen wir doch so. Ich fahre einfach so nach dem Motto, sobald. Oh. Eher Winter, da ist Schnee. Dass wenn da ein Next Limit kommt, dann fahre ich über das, was da angezeigt wird. Und fahre da recht schnell runter. Ich finde ja die Steuerung von dem Ganzen nur irgendwie geil. Das ganze Bremsen und Gas geben, das mache ich alles mit dem Mausrad. Das ist das Einzige, was ich nutze. Ansonsten nichts. Wow, kleiner Tunnel. Oh, das ist überhaupt ein Skigebiet hier. Okay. Macht auch der Halt da hinten Sinn. Wobei, den hätte ich dann vermutlich eher hier irgendwo platziert. Okay, Runterbremsen wird auf 60. Ja, ich bremse ja schon. War das jetzt wieder eine Zwangsbremsung? Ah. Mann.
Ist ja viel schlimmer als wie bei TS Classic. Ja, ich weiß, Notbremse. So, Vollgas bitte. Jetzt bin ich doch extra härter in die Eisen reingegangen. Es muss doch machbar sein, dass ich so fahren kann. Und da vorne ist der Halt. Ah, die werden da vermutlich mit dem Bus dann zum Skigebiet hinterfahren. Ja, ja. So, komm, bleib stehen. Minus 10 Meter. Ajo. Ist doch nicht so schlimm. Bahnsteig hat ja eine gewisse Länge. Minus 12. Oh, Tür zu. Wir weiterfahren, ich will die Strecke sehen. Das wäre eigentlich auch noch so ein Modus, dass du sagen kannst, du fährst einfach mal durch. Weil es vermutlich aber wieder technisch nicht so gut hinkriegen. So, wunderbar. 65. Ich bleibe jetzt bei 65. Wenn es dann eh gerade wieder kommt, wird er sich voll den Gas zu geben. Oder was sagt er hier? Ja gut, er meint, ich könnte Gas geben. Jetzt geht er runter. Wobei er ist jetzt schon bei 65. Obwohl der noch... Ich verstehe es nicht. Sehr komisches System. Ja, also ich glaube, die wird mir hier keinen Job als Lokführer anbieten. Das fahre ich einfach zu doof. Oh, hier bei der 65. Ja, ja. Verbesserungsvorschlag äußern möchte, dann wäre irgendwie so englische Texteinblendung ganz praktisch von dem, was da immer gesagt wird. Das wird es ein bisschen freundlicher machen, zur Bedienung für die Leute, die die Sprache halt nicht können. 40! Ja, ja, ich bremse ja schon. Bitte keine Zwangsbremsung. Keine Zwangsbremsung. Okay. Ach, scheiße, da hätte ich jetzt halten müssen. Ah, Details. Ich bin noch am Bahnsteig. Das passt schon. Ah, da sind wir wenigstens mal uns dann zu. So halbwegs. Oh, das ist schon mal auch wieder länger. Oder ist da jedes Mal ein anderer Zug aus der Gegenrichtung kommen, wenn das kommt? Und warum ist eigentlich das Schild da rechts ausblurrt? Das ist natürlich interessant, da mit Google Maps mal reinzugehen in der Station zu gucken, was da eigentlich ist. Was da so schlimm ist, dass man es ausblurren muss. Aber wir sind noch in der Notbremse. Einmal lösen, Dankeschön.
Abfahrt. Ja, Vollgas. Yes, Vollgas. Ah, minus 23. Jetzt geht's aber bergab hier. Bremsen. Oh, ich glaube, das wäre knapp. Wenn jetzt noch eins rauf geht, dann bin ich in der Notbremse. Oh, sag bloß, es passt jetzt diesmal. Ah, zu früh. Oh, ein Stückchen noch. Bisschen noch. Oh, fast perfekt. Nur, dass das Hinfahren jetzt perfekt war. Geil. Schon wieder lang. War das für ihn schon eine Minute lang? Was? Limori. Okay. Bin mir sicher, ob es Limari oder Limori ist. Nice. Können wir da 3 Kilometer düsen und Landschaft angucken. Viel Spaß da noch beim Sanieren der Brügge. Boah, das Haus da links hat aber auch ziemlich fertig ausgeschaut. Die Strecke wäre noch interessant mit seiner kleinen Dampflok, wenn man die ganzen Steigungen und Gefällen. Oh, dann haben wir ganz gut zu arbeiten. Oh, Bremsen, nicht zu schnell werden. Ich muss aber sagen, viele Häuser sehen sehr westlich aus in der Gegend hier. Aber die Traditionshäuser, die man sich so eigentlich vorstellt, sieht man irgendwie kaum. Okay, 40. Unterbremsen. Ah, großer Bahnhof hier. Wobei,
sich da die Linie irgendwie aufspaltet. Aber hier ist auch wieder kein Schwein am Bahnsteig. Ja, auch wieder zu viel. Hä? Warum? Aber 4 ist doch hier. Warum ist das zu weit? Hm, was soll's. Was sind das dann für Züge, die hier die ganze Plattform ausnutzen? Das sind die Änderzüge zu der Hauptverkehrszeit, die dann auch nur bei gewissen Stationen halten? Wir sind offensichtlich irgendwie 4 Wagen lang. Zumindest vermute ich das mal. So, Abfahrt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei dem Bahnhof hier teilweise die Züge enden und dann mit der anderen Richtung wegfahren. Deswegen rein von den Plattformen her. So. 1,3 Kilometer. Shinano Moriyu irgendwas. Jetzt gerade irgendwie bekannt vor. Gibt's denn schon eine Demo? Nee, oder? Ah, okay, hier die 40. Doch, mir kommt es irgendwie vor, als hätte ich das schon mal irgendwo gesehen. Doch, jetzt werde ich mal früher stehen, aber das ist auch nicht. Naja. Immerhin sieht man den Nupsi noch. Aber so rein von der Strecke her, glaube ich, hat es für mich schon gelohnt. Man sieht ja landschaftlich mal ein bisschen was. Das ist interessanter, wie in der Stadt jetzt zur S-Bahn zu fahren. Das ist für mich irgendwie so interaktives Sightseeing, wenn man so möchte. Oder besser gesagt, ja, virtuelles Reisen, wenn man halt mal in echt wäre. Weiß man schon mal, wie es ungefähr so aussieht. Jetzt fällt es nur noch, dass es einen Bus-Simulator auf die Art gibt. Aber das wäre ein bisschen schwer umzusetzen. Morgen gehen wir mal rauf auf die 70. Hat das da ein Netzhäuschen da links? Das glaube ich, hätte mir auch gefallen. Schönes Holzhaus. Nicht so schnell. Unterbremsen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die im Winter hier so richtig viel Spaß haben auf der Strecke. Ich glaube, der wird gesandet bis zum geht nicht mehr. Ja, ja, ich bremse ja schon. Alles gut. Ich habe schon gesehen, dass er wieder 65 ist. Thank you.
sogar 50. Okay. Hey, nicht schneller werden. Oh, habt ihr es gerade gesehen? Das sieht so aus, als wäre da rechts eigentlich mal die Originalbrücke gewesen. Ich glaube, wenn ich mich ein bisschen mehr reinfuchse in diese Eisenbahn-Simulation da auf der anderen Seite der Welt, dann glaube ich, weiter wesentlich besser, aber ich fahre es einfach so selten. Was ist denn jetzt? Achso, weil ich nichts gemacht habe, oder was? Also jobmäßig, so eine Strecke, ja, tagtäglich fahren. Meist auch nur so, wer da alles einsteigt. Das ist vermutlich so eine Strecke, wo irgendwie jeder jeden kennt. Oh yes, 75. Gas geben. Ja, bin schon am Bremsen. Hab schon gesehen mit 50. Nein! Zwangsbremsung. Ach du Arsch! So viel drüber brauche ich doch jetzt gar nicht. Der beschimpft mich jetzt bestimmt total. Du bist so unfähig, warum kannst du nicht fahren? Ja, ist ja gut. Oh, komm, 500 Meter noch, das schaffen wir. Minute 33 sollte ich da sein. In Haku bei Joik, irgendwas. Hauptsache jetzt wieder 65. Ah, oh, das ist so gemein. Next Limit 45. Und ich gerade direkt nach der Station. Oh, bleib stehen. Okay. Es ist vielleicht ein bisschen drüber. ich bin so nicht gut in sowas. Liebe Leute, an der Stelle gibt es mal einen ganz kurzen Cut für euch. Ich bin gleich wieder da. So, liebe Leute, da bin ich wieder und ich bin eine Station gefahren und habe vergessen, die Pause wegzumachen. Sorry dafür. Jetzt geht es wieder weiter. Wir fahren los. Ihr habt jetzt sehr viel verpasst. Ja, sorry. Ich war da so fleißig am Quatschen und am Fahren. Und dann wollte ich gerade sagen, oder beziehungsweise ging es gerade darum, wie lange es wohl dauert, bis man die ganze Strecke einmal abgefahren hat. Und gerade sagen so, jetzt fahren wir schon. Und dann sehe ich bei OBS, ja, das ist passiert. Bitte haut mich nicht. Ah, Speed Limit 40. Doch bestimmt wird er wegen der Stationseinfahrt. Oh ne, das ist hier schon. 25 dann. Warum so langsam? Hä?
Oder ist das jetzt schon die Endstation? Nee, oder? Ja, ich glaube, das ist eher wegen dieser S-Kurve da. Ja, ja, ich bremse ja schon, ich bremse ja schon. Mensch, ich bin so redefreudig, dieser Zug hier. Okay, wir dürfen mal wieder schneller fahren hier. Ja, bitte nicht allzu schnell. Hey, da steht ja zum allerersten Mal was. Oha. Was ist denn jetzt schon wieder? Holy shit, was ist denn das da ganz links? Zug aus der Zukunft? Was soll mir die Klingel jetzt sagen? Holy shit, das ist aber ziemlich modern und lang. Also das dürfte dann einer dieser langen sein, die da unterwegs sind. Moment mal, ist da hinten Streckenende? Ach was, das ist wirklich Streckenende da hinten? Okay. Ja, nett. Okay, das war mal so ein kleiner Einblick von der Strecke. Wir sind ja ungefähr so auf der Hälfte losgefahren nach da oben, glaube ich. Und den ersten Teil haben wir uns noch nicht angeschaut. Also wenn sich jemand dafür interessiert und den DLC haben will, zum Vollpreis, wohlgemerkt, also ich den gerne holen. Und eventuell fahrt ihr dann auch besser wie ich. Aber ich glaube, das ist auch keine Kunst, da besser als ich zu fahren. Naja, nettes kleines Abenteuer hier in Japan. Bis dann, ich wünsche euch was. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.